Hey Leute, hier ist wieder Michael. Ich habe euch noch mal einen digitalen Huf mitgebracht. Und Besitzer dieses Hufes ist ein Shetty. Das Shetty ist etwa 20 Jahre alt. Und was wir hier sehen, ist der linke Hinterhuf. So, ich glaube, jetzt habt ihr mal so einen ersten Eindruck. Und ich vermute mal, ihr sagt so, der sieht aber nicht so schön aus, dieser Huf. Und da gebe ich euch recht, der ist auch nicht wirklich gut in Form. Was stört uns? Was kann man hier zeigen? Ich kann euch an dem Huf mal ganz gut zeigen, wie eine untergeschobene Trachtenwand entsteht. Wenn ihr mal so oben guckt, das ist die Gliedmaße, die kommt ja noch einigermaßen gerade runter, aber hier im Hufbereich, da kommt dann eine richtige Schiefe rein. Warum? Also man kann jetzt ein bisschen spekulieren bei dem Shetty. Es könnte ein Knieproblem sein, es könnte aber auch zum Beispiel Spat sein, sodass das Pferd den Huf einseitig belastet und wo belastet es ihn hauptsächlich oder auch in der Bewegung einseitig führt. Das macht es hauptsächlich auf dieser Außenwand. Und wenn ich hier mal so ein bisschen drehe, dann seht ihr, dass diese Wand eigentlich schon negativ ist. Das heißt, sie hat keine Orientierung mehr nach außen, sondern sie orientiert sich so leicht schräg nach innen. Und je mehr ich nach hinten gehe, gerade im Bereich der Trachtenwand, umso schlimmer wird es. Das ist eine Trachtenwand, die sich aufgrund einer Überbelastung unterschiebt. Und der Huf zeigt uns das auch auf der anderen Seite, weil hier haben wir eine ganz lange, flache Wand, einen ganz langen Hebel. Ja, und wenn man schon so hinschaut, dann hat man so das Gefühl, hui, dieser lange Hebel drückt ja wirklich das Gewicht auf die andere Seite. Und das ist genau das Problem, was wir hier sehen. Und wenn ihr das nochmal hier von hinten anschaut, guckt mal, wie schief dieser Huf steht. Dann ist klar, dass eine solche Wand überlastet ist, dass die kein Gewicht mehr tragen kann. Und ich habe diesen Huf auch von unten gescannt. Und das will ich euch jetzt auch mal zeigen, weil man da sehr schön sehen kann, wie sich eine Trachtenwand unter den Huf schiebt. Das ist jetzt also der Blick von unten auf denselben Huf. Nochmal kurz zur Orientierung. Wo waren wir? Das war der Shetty-Huf hinten links. Das ist die äußere Wand, die sehr steil ist, die sich unterschiebt, und das hier ist die innere, sehr flache Wand. Man kann es mal so ein bisschen drehen und man erkennt eigentlich auch schon die Schiefe dieser Fläche hier. Und man sieht, der Bereich ist höher, länger und der ist kürzer. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Wir drehen das Ganze mal und schaut mal. Jetzt könnt ihr ganz gut hier erkennen, an dem Schwung, wie sich diese Trachtenwand wirklich nach innen schiebt, wie diese ganze Wand sich unter den Huf schiebt. Hier ist, glaube ich, sehr gut zu erkennen, wie eine untergeschobene Trachte aussieht. Und man muss immer daran denken, dass hier das Unterschieben, das ist nur die Reaktion oder die Wirkung. Die Ursache liegt natürlich hier in einem anderen Problem, zum Beispiel in einer Erkrankung. Ja, ich hoffe, dass euch das wieder ein bisschen geholfen hat, Hufe zu verstehen und auch vielleicht ein bisschen lesen zu können. Und ich freue mich dann schon auf meinen nächsten Beitrag.